Ja, servus und hallo YouTube. Herzlich willkommen in einer weiteren Folge hier auf der Geiselsberg. Ja, wir haben so gut wie 10 Grad. Das heißt, wenn es gut läuft, legen wir heute Mais in den Boden und wir müssen nochmal gucken, dass wir unseren Gärstall soweit wieder aufrüsten, dass die Tiere genug zu fressen bekommen. Da springen wir mal schnell in unseren Grama. Die Palettengabel würde ich sagen, lassen wir am besten hier, da brauchen wir sie am ehesten. Und dann sehen wir nochmal zu, dass wir ein paar Ballen in den Fütterungsautomat reinschmeißen. Ich habe den auch ein klein wenig erweitert. Da gab es ja jetzt noch ein Update. Das Feld oben, wie gesagt, wo der Mais rein soll, das habe ich gerade nochmal ein bisschen bearbeitet. Da geht schon wieder komplett das Unkraut auf. Ja, wir haben ja auch schon Ewigkeiten gewartet eigentlich. Das klappt. So, und dann zeige ich jetzt erstmal, wie der Stall bzw. die Fütterungsautomatik jetzt so weit aussieht. Tata, gleich geht's los. Also, das ist altbekannt. Und hier hinten haben wir noch die Einfütterung für Heu. Ja? Die steht jetzt hier. Da werden wir die auch gleich mal etwas befeuern. Muss mal gucken, die Ballen hatte ich jetzt hier unten drunter unter den Schauer gestellt. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Hier. Da werden wir die, denke ich, dann auch in Zukunft lagern, weil da stehen sie eigentlich relativ trocken. Das müsste Heu sein, wenn ich mich nicht verguckt habe. Jawohl, ist Heu. Anheben kann er sie auch. Wenn ich das nur gewusst hätte, dass das auch noch kommt, hätte ich hier etwas breiter den Weg gemacht. Aber ist halt eng, geht aber auch noch. Jetzt gucken wir mal hier. Drüben links ist die Füllstandsanzeige. Ja, und das ist das einzige Problem, was wir wahrscheinlich haben werden. Das ist mit der Gabel. Ja. Ah! Mit der Gabel wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Okay, dann würde ich die nochmal austauschen müssen. Ja, da. Nochmal ein Stückchen ausholen. Dass wir hier uns auch kein Zeug kaputt fahren. Soweit. Ja, ich muss zugeben, ein Ballen ist mir beim Platzieren logischerweise hier oben aufs Dach gefallen, aber den hole ich dann auch noch runter. Sonst müssen wir mal gucken, wie wir den am gescheitesten mit dieser Gabel noch hier reinbekommen. Aber die werde ich dann nochmal austauschen müssen. Nimmt er das so? Na, würde so, würde es gehen. Muss man halt dann relativ aufpassen, dass man da nicht das komplette Dach abreißt. So, Stroh weiterhin. Wird aber dann ganz einfach im Stall, wer sich den platzieren möchte oder gerne spielen würde, weil ich finde das halt sehr interessant, wird weiterhin einfach hier angenommen. Na komm. Okay, also ist mehr Stroh drin, als ich gedacht habe. Deshalb wird der Ball nicht komplett aufgelöst, aber ihr habt gesehen, das ist soweit drinne. Jetzt muss ich hier vorne mal gucken, was ich da an Sachen stehen habe. Muss ich mir vielleicht auch mal angewöhnen, dass ich dann unterschiedliche Folien konfiguriere. Das ist GPS, das wird eigentlich dann so im Stall eingeführt, das ist auch GPS, das ist auch noch GPS und hier habe ich auch noch GPS. Das ist natürlich etwas dumm, ich brauche unbedingt Silage, aber Silage habe ich schon soweit alles abgefahren.
und habe auch das Silo so weit zugemacht. Wie gesagt, hier ist noch etwas drin vom Füllstand. Wir gucken mal ganz kurz, wenn wir uns hier einen Ballen schnappen. Muss man auch wieder aufpassen hier mit der Dachrinne. Aber wie gesagt, ich muss die austauschen wahrscheinlich, diese Gabel. Sauber machen muss ich auch nochmal. Und hier hinten im Trigger wird der dann eigentlich soweit, wenn er genötigt wird, aufgelöst. Warten wir mal, den kann man erstmal hinstellen. Und hier muss ich dann auch noch bei Gelegenheit sauber machen, aber das werden wir nicht jetzt machen. Weil ich würde jetzt erstmal zusehen. Es sind zwar erst 9 Grad, aber es ist kurz vor Sommeranfang. Das heißt, wir müssen eigentlich den Mais im Boden bekommen. Ich denke auch, das Risiko gehe ich ein. Es sollte keine Bodenfröste mehr geben. Und es fehlt eigentlich nur noch das Gut, dass noch 1 Grad ist. 10 Grad ist, glaube ich, die Grenze. Aber das würden wir mal riskieren. Und werden den Mais im Boden legen. Da fangen wir jetzt auch noch mit an. So, dann gehen wir gleich mal zu unserem anderen Gast. Bin ich auch mal sehr gespannt. Den habe ich mal zum Test hier, um mal zu gucken. Das ist der alte, neue Xerion 3300 Drac VC. Das ist mit Kabinendrehung. Und dieser Schwenkmotor, der hinten drauf ist, der wird von meinem einen Kumpel, der hat eine Firma für solche Motoren, der wird bei uns gebaut. Da kriege ich immer, wenn der in Hasewinkel ist, kriege ich immer komplett irgendwelche Poster und alles Mögliche mitgebracht. Also es ist schon Wahnsinn. So. Sehen wir mal zu, dass man endlich... Ja, es hat geregnet heute Nacht, dann ist schon mal gut. Diese Feuchtigkeit würde ich gerne mitnehmen. Wir fangen... Es bleibt sich egal. Wir fangen hier an. Legen auf jeden Fall beim Mais sowieso das Vorgewende erst am Anfang. Halt, ich wollte die Taste drücken. Und dann gucken wir mal, wie der Xerion sich schlägt. Von der PS her müsste es eigentlich ein ganz leichtes Spiel werden für das Ding. Achso, Rohr habe ich noch gar nicht geguckt, aber Rohr ist auch perfekt. Die Reifendruckregelanlage ist auch an Bord. Dann wollen wir mal gucken, was unser Xerion macht, wie er sich schlägt. Ich sage, legen wir auf jeden Fall außen 2 Reihen im Vorgewende. Dann haben wir auch noch genug Platz zum Wenden, wobei ja die Kiste mit Allradlenkung relativ gut um die Ecke kommen sollte bei der Größe. Aber mal schauen mal. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch nichts. Ich habe den nur gekauft. Nur gekauft und noch nichts ausprobiert. Innen noch nichts geguckt. Wir fahren dann sowieso Innenansicht. Ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mal die Bilder verglichen mit der Realität. Und es sieht relativ gelungen aus, muss ich sagen, im Innenraum. Da erlauben wir uns mal ein kleines Stückchen hier ranzufahren. Da passiert nicht viel. Ja, also man sieht das schon, die Allradlenkung macht sich da auf jeden Fall bezahlt bei dem Boliden hier. So, dann hätten wir die erste Spur schon mal gelegt. Das sieht schon mal gut aus. Man sieht auf jeden Fall, dass das eine andere Textur ist. Sehr schön. Vorgewende fahre ich jetzt nochmal in der Außenansicht und dann denke ich, werde ich über VCA den Spurhalteassistent dann mal reinmachen. Und dann hoffen wir, dass das auch auf jeden Fall keinen Nachtfrost mehr gibt. Sonst geht uns nämlich die Saat hier nicht auf. Und könnte sein, dass es keinen Mais gibt. Aber ich denke mal, das macht auf jeden Fall nichts aus.
Ein Grad, das ist auf jeden Fall Pillepalle. Es sollte, wie gesagt, kein Nachtfrost mehr geben. Wir haben jetzt später Frühling, beziehungsweise fast Wechsel zum frühen Sommer. Und dann sollte das, denke ich, kein Thema sein. Also schon Wahnsinn, was das Ding hier um die Ecke fährt. Aufpassen, Mast. So, und dann stellen wir uns erstmal hier die Spur so weit ein. Wir haben auf jeden Fall 6 Meter, das stimmt, das wollte ich gucken. Und ich muss dann hier mal, na, wir gehen erstmal auf 5 Grad. Ja, ich hatte mir es fast gedacht. Das sieht aber ganz gut aus. Ich muss nochmal einmal auf 1 Grad stellen, dann kann ich da nochmal ein bisschen mehr rausholen. So lassen wir das. Ich denke mal, das kommt ungefähr so hin. Und dann lassen wir den mal hier an die einsamen Kreise ziehen. Also es ist schon... Gucken wir mal kurz in die Innenansicht hier rein. Ja, da ist etwas... Könnte besser sein beim Schlüssel. Aber an sich die Einstellung, die man hier sieht... Ja, es könnte auch ein bisschen schärfer sein, aber es ist wahrscheinlich ein uraltes Modell. Ich weiß nicht, aus was für einem LS der übernommen worden ist. Aber so weit ist er eigentlich ganz gut geworden. Gibt es ja Mod-Hub. Spiegel funktionieren. Seitliche Scheibenwischer sind auch dran. Dachhimmel sieht auch relativ gut aus. Klimaanlage, Radio. Ja, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Die neueren... Aus dem Glas-DLC sehen mit Sicherheit klar besser aus, aber ist halt auch schon eine Hausnummer. So, müssen wir hier auch wieder gucken. Das wird sonst nichts. Da kommen wir vorbei. Das ist hier äußerst unglücklich mit den Bäumen. So schön wie die Bäume sind. Gerade hier oben an der Feldgrenze in der Ecke ist es eigentlich eher hinderlich. So, jetzt sehen wir noch zu, dass wir das Vorgewende noch einmal nach hinten und einmal dann wieder komplett nach vorne zaubern. Oh. Funktioniert aber. Ja, ich meine, der hat 300, was hat er, 335 PS, das ist der kleine. Den gab es ja auch noch als 3800er. Ist auch noch, wie gesagt, ein richtig schöner Truck. Also im Prinzip würde ich das eher sagen, dass das die Nachfolger der MB-Trucks sind. Also allein von den... Proportionen mit den Reifen und sowas. Ne? Und die waren ja auch mal ganz nah dran mit Mercedes, dieses Gerät hier als Prototyp zu bauen. Aber das ist dann nichts geworden, weil dann sich Mercedes so insgeheim selber damals spezialisiert hat und hatte dann damals den MB-Truck rausgebracht. Wobei mittlerweile, glaube ich, ja die neuen auch diese Mercedes-Motoren mittlerweile drin hatten oder haben. Da muss ich auch noch mal gucken, weil Glas kenne ich mich beim Serio nicht so gut aus. Aber ich meine, die haben mittlerweile jetzt mit der Mercedes-Motoren, vorher waren es, glaube ich, Caterpillar. Und da diese weltweiten Zusammenarbeiten der großen Traktorenhersteller immer wieder sich ändern. Ich glaube, das gehört jetzt mittlerweile zum Eco-Konzern dazu. Ist das dann auch komplett dann da raus? So, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt mal wieder in die Innenansicht. Gucken mal kurz nach hinten. Das Einzige, was halt ist bei so einem Boliden, egal wo du rausguckst, ne? Rechts, links, vorne, du siehst so gut wie nichts.
Hatte ich gedrückt. Und dann lassen wir mal ziehen. Top ist natürlich, dass es heute Nacht geregnet hat. Das heißt, der Boden hat relativ viel Feuchtigkeit aufgenommen. Wir arbeiten den Boden ja nicht komplett um. Es wird ja nur quasi da die Zeilen für die Einzelkornablage gelegt und wieder zugemacht und zurückverfestigt. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Feuchtigkeit gut mitnehmen, dass die Saat aufgeht und keimt. Bin ich mal gespannt. Das Einzige, was uns jetzt noch reinhauen könnte, wäre, dass es jetzt extrem Bodenfrost geben würde und dann würde die Ansaat hier auf jeden Fall in die Hose gehen. Aber das denke ich nicht. Weil ich habe jetzt gesagt, wir müssen es machen, weil wir kommen ja dann viel zu spät. Boah, ein sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Macht sich sehr gut, auch mit dieser Kombi hier. Mit der Vetterstedt. Ist nicht die normale, das ist eine Mod. Und die hat dann hier und da noch mal ein paar kleine Features mehr mit drin. Wenn da einer wissen will, wo die her ist, müsste ich aber auch gucken. Das wüsste ich aus dem Stegreif auch nicht, da ich so viele Mods mittlerweile in den so vielen Karten spiele, dass ich da gar nicht mehr durchblick, was was ist. Ich sehe immer nur zu, dass ich einigermaßen hier die Mods auf dem neuesten Stand halte. Ja, wir haben auch hinten nochmal Gewichtsplatten drauf gemacht, dass er vorne auch ein bisschen, hinten auch ein bisschen schwerer wird, weil wir haben ja vorne einen Tank mit Dünger und da geht ja maximal, was waren das, 2200 Liter rein. Das heißt also, da ist auch extrem nochmal Gewicht auf der Vorderachse und das ist ja auch nochmal ein Stück nach vorne gebaut. Also habe ich hinten auch nochmal ein paar Gewichtsplatten drauf gemacht, dass die Achse hinten auch ein bisschen schwerer wird. Aber er kommt sehr gut zurecht damit, also ich kann mich nicht beschweren. Allein was schon klasse ist, finde ich, beim neuen ist das ja geändert, da ist ja der Auspuff jetzt hinten rechts, meine ich, im Kotflügel. Und hier war er ja noch freistehend und bei den ersten neuen Xerion 4000, 4500 und 5000 war der Auspuff ja auch freistehend. Wobei das eigentlich, wenn du da irgendwo hängen bleibst, das könnte ein teurer Spaß werden. Waren ja auch dann hier mit ins Loch gefräst mit Logo und Edelstahl und was weiß ich nicht alles. Also sieht sehr schön aus, ist aber mit Sicherheit nicht billig. Na komm, fahr doch dahin. Mal eine Frontranke mal runter. Ich muss die Uhr mal im Auge behalten. Wie gesagt, wir gucken mal, wie weit wir heute kommen hier. Und den Rest muss ich dann gucken, wann wir das machen. Sitzt auf jeden Fall auch gefedert und animiert gemacht. Das sieht sehr gut aus. Ja, wir fahren ja fast im bei der Größe vom Motor im Leerlauf, muss ich sagen. Wenn auch heute jetzt nicht so lange hier eine Folge machen, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es packe heute Abend, falls das jetzt noch einer oder überhaupt so weit guckt. Livestream weiß ich noch nicht, ob ich das zeitlich packe heute. Ansonsten würde das ja sehen, dann würde ich das auf jeden Fall dann nochmal ankündigen, ein paar Minuten vorher. Aber es könnte heute extrem eng werden bei mir. Aber wir schauen mal. Da würde ich sagen, eine Bahn geht noch. Fronttank schon mal heben. Das müsste reichen. Also ich bin immer wieder begeistert, wie gelenkig, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und hier sieht man, bis dahin hatte ich das letzte Mal schon Mais gelegt. Ich habe das dann nochmal untergegrubert, weil der nicht aufgegangen ist. Und da ist jetzt logischerweise die Düngestufen, aber das kriegt man dann wieder hin. Sind dann unterschiedlich. Aber das ist nicht so schlimm. Die kann man sich dann wieder so weit anpassen. Und dann haben wir das wieder alles auf einen
Nenner gebracht. Man sieht hier, ich habe das auch schon noch mal ein bisschen noch behandelt, aber es geht schon wieder auf. Ja. Muss dann auch extrem noch mal gegen das Unkraut vorgehen. Ich muss mal gucken, ob wir das mit Striegeltechnik machen. Pflegeschlepper hätten wir ja da, den man auf Pflegebereifung stellen kann. Dann wäre das alles soweit kein Thema. So, und dann würde ich sagen, machen wir aber erstmal hier soweit Schluss. Dem neuen Xerion ein Wahnsinnsschlepper. Sieht sehr gut aus. Okay, bedanke ich mich bei euch allen, ne, auch für die zahlreichen Likes, Klicks und Kommentare, die ihr da lasst. Und bitte macht weiter so. Es macht riesig Spaß. Und würde ich dann sagen, wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder, wenn es heißt, die Nova Brusta. Ja. Falls wir uns nicht mehr sehen, würde ich euch schon mal sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Aber ich denke, dass ich das irgendwie hinbekomme noch. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen wie Tschüss, Servus, macht's gut. Ich bin raus.